Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit eigentlich verstärkt einmal auf eBay Kleinanzeigen gesehen, dass viele Deutsche ja ihre Immobilien zum Verkauf anzeigen. Und dann natürlich auch bei mir in den Kommentaren haben einige angegeben, dass sie jetzt wieder nach einigen Jahren in Ungarn, sie wollten eigentlich doch durchaus länger bleiben, dass sie wieder zurück nach Deutschland auswandern. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja wirklich eine seltsame Entwicklung. Und ich habe mal auch mit ein paar Leuten gesprochen, also Gespräche geführt, weil ich wollte wissen, wie kann das sein? Und ja, das möchte ich mal in euch eigentlich die Hauptgründe dieses Scheiterns, das dann doch nicht klappt, gleich mal ein bisschen beleuchten. Aber erstmal die Gruppe, die davon eigentlich am meisten ausgespart war, waren die Rentner. Ganz einfach deswegen, weil die Rentner natürlich auch mit am Ende ihres Lebens, sage ich jetzt mal, mit einem sicheren, stabilen Einkommen nach Ungarn kommen. Und vielleicht auch noch nicht so viel, ja, viel Wechsel brauchen oder. Das heißt, die genießen ihren Lebensabend, die haben ihr Einkommen, das können sie nach Ungarn überweisen lassen, können ein Haus kaufen. Das heißt, am stabilen finanziellen Hintergrund mehr oder weniger natürlich, aber diese Gruppe ist jetzt praktisch von dieser Rückwanderungswelle, wenn ich das mal so nennen darf, nicht betroffen. Ansonsten gibt es zwei Hauptgründe. Und das erste sind die Leute, die eben Deutschland einmal satt haben aus den ganzen Problemen, was jetzt ja nun immer mehr natürlich auftaucht, haben wir uns auch schon genügend drüber unterhalten. Aber die völlig, also die auch Familie haben, die noch jünger sind, aber die vielleicht auch noch finanziell, diese Gruppe eben finanziell gut situiert ist und vielleicht sogar auch laufend Einkommensströme generieren kann, aber sich in Ungarn nicht einleben kann. Also völlig überstürzt auswandert nach Ungarn und Kinder haben praktisch, die auch aus der Schule gerissen werden, aus ihrem Freundeskreis. Und die Leute, also die Eltern, werden auch aus ihrem Freundeskreis gerissen und die können sich dann in Ungarn nicht einleben. Und die versuchen das dann einige Zeit und auch finanziell ist das alles kein Problem, weil sie teilweise auch dann wieder in Deutschland arbeiten und teilweise Homeoffice machen. Also generieren Einkommen, können sich auch ein Haus kaufen, haben Erspartes und so weiter. Aber diesen Wechsel, weil es ja trotz auch von der Mentalität ist, schon ein Wechsel nach Ungarn, das machen sie halt viel zu überstürzt. Deswegen, ja, erstmal, was kein Grund des Scheiterns war, weil das immer eigentlich am meisten auftaucht, diese Frage, ist die Sprache. Also keiner der Fälle, mit denen ich gesprochen habe, ist wegen der Sprache wieder nach Deutschland gegangen, weil die Ungarisch zu kompliziert ist. Weil ich habe euch ja auch gesagt, ihr braucht wirklich minimal Ungarisch, das ist wirklich gar kein Thema. So, aber das eins der wichtigsten Sachen ist, dass man erstmal, es gibt, ich habe auch viele Fälle gesehen, die waren noch kein einziges Mal in ihrem Leben in Ungarn. Und die holen sich dann, verkaufen alles, holen den Möbelwagen, fahren dann nach Ungarn und haben sich vielleicht vorher mal im Internet ein Haus angeguckt und kaufen dann irgendein Haus aus dem Blauen hinaus. Also das ist sicher wie russisch Roulette und das ist überhaupt nicht gut, habe ich auch immer wieder gesagt. Und deswegen wundert mich eigentlich nicht, dass dieser eigentlich der Hauptgrund des Scheiterns ist. Und dann knatschen halt die Kinder oder fühlen sich auch selbst nicht wohl, weil sie eben dann keinen Anschluss finden in Ungarn und dann gehen sie halt nach einer Zeit wieder zurück nach Deutschland. Die zweite Gruppe ist diejenige, und die machen das eigentlich genauso unüberlegt, aber noch schlimmer. Das heißt, sie haben keine finanziellen Background, haben vielleicht noch keine Kinder, im besten Fall, also nicht Kinder, für sie, die sie versorgen müssen, aber denen reicht es halt auch in Deutschland aus verständlichen Gründen, waren noch nie in Ungarn, haben vielleicht mal gerade so 10.000 Euro. 15.000 Euro, wo sie vielleicht irgendein Grundstück von kaufen können mit irgendeiner Bruchbude drauf. Aber das reicht eben nicht, um finanziell über die Runden zu kommen. Und dann hoffen die halt mit ein bisschen Erspartes vielleicht noch 1.000, 2.000 Euro, dass sie ein bisschen, vielleicht kommen sie im Frühjahr, machen dann Selbstversorgung und hoffen, dass sie dann mit diesem bisschen Ersparten noch ein bisschen über die Runden kommen, bis sie irgendwas gefunden haben, vielleicht Online-Arbeit oder Arbeit in Ungarn. Nur das ist wirklich der eigentlich schwierigste Fall, wenn man nicht irgendwo Einkommensströme generieren kann und sich nicht ein vernünftiges Haus kaufen kann, dass man dann einfach auf Lust und Liebe eben
leben kann. Also Selbstversorgung ist gut und ich praktiziere das ja auch. Nur es muss eben, daneben braucht man natürlich auch noch Geld für Auto, Benzin und so weiter. Man kann das ja sehr viel runterkürzen. Das habe ich ja auch gemacht, habe ich euch auch schon gezeigt, was ich eigentlich wirklich nur an Geld ausgebe. Nur das Ganze braucht auch Zeit und bitte nicht das erste Mal nach Ungarn, ohne die Mentalität zu kennen, ohne das Land und Leute zu kennen. Und am besten solltet ihr dann, wenn ihr so ein schlechtes Haus kauft, kann man auch machen, aber da muss man eben sehr viel selbst renovieren und dann solltet ihr eben die Fähigkeiten schon haben und ja, und nicht darauf verlassen, dass ihr vielleicht online irgendwas macht, dann fallt ihr in die Hände der ganzen Online-Marketer und dann ist das Restgeld sicher noch viel schneller weg. Also bitte, auch wenn jetzt immer krasser wird in Deutschland, was ich auch höre, fangt damit an, wenn ihr noch nicht in Ungarn wart, aber ihr wollt nach Ungarn auswandern, fahrt dort erstmal ein, zweimal hin. Ein, zwei Wochen reicht und guckt euch mal um, am besten so im Rahmen einer Rundreise, ob euch die Mentalität passt oder nicht. Und das Zweite ist auch, was viele auch unterschätzen, sehr schön, dass es heutzutage über das Internet alles machbar ist und man kann ja auch 3D und bei vielen Häusern sind Videos auch eingestellt und da kann man wirklich einen tollen Eindruck auch von bekommen, auch Google Street View und so weiter. Und ich kenne das ja auch, weil ich mich ja auch nach Immobilien umsuche. Also man kann sich echt toll vorbereiten. Trotzdem nimmt einem das alles nicht ab, vor Ort einmal sich die Immobilie anzugucken, sich die Nachbarschaft anzugucken, wie man sich fühlt und so weiter. Dafür sind ja Menschen. Und ein Glück haben wir diesen menschlichen Faktor, ob es nun zwischenmenschlich ist oder in der Gegend, wo du lebst, dass du eben das dort mit den Energien spüren musst oder gucken musst, wie fühlst du dich so. Also bitte nicht einfach so ein Haus kaufen, weil es im Internet schön aufbereitet ist. Vielleicht ist es dann ja auch schön, aber vielleicht fühlt ihr euch dort aus irgendwelchen Gründen nicht wohl. Da muss man halt auch dann das mal die Zeit investieren und das Geld, um dorthin zu reisen und sich umzugucken. Gut, das gebe ich euch mit auf den Weg und ich hoffe, ihr könnt daraus auch lernen oder gerade die, die jetzt eben noch planen und ich denke, es werden trotzdem diesen Zurückgewanderten werden sehr viele weiter im Plan nach Ungarn auszuwandern, aber nehmt euch das wirklich zu Herzen, kommt nach Ungarn, guckt euch das erstmal an, plant ein bisschen eure Ausreise und dann wird das sicher auch auf jeden Fall. Ich habe es ja so auch gemacht, eigentlich von Anfang an, das Schritt für Schritt und nach 20 Jahren, ich möchte eigentlich nicht mehr von hier weg. Also das geht schon. Okay, alles übers Auswandern, politische Info manchmal auch. Farming, Leben in Ungarn. Bitte abonniert den Kanal, abonniert mich auch auf Telegram und liked das Video. Macht's gut aus Ungarn, ciao, ciao.